Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Emotion Center. Und danke, sehr aufmerksam. Ein Traumprogramm mal wieder für Sie zusammengestellt. Und heute sind Sie bei uns mal wieder goldrichtig. Sie sind jeden Abend nicht bei uns richtig, aber heute Abend sind Sie goldrichtig. Denn wenn Sie die Freunde der Forschung sind und von jungen Forschern, zwei Schülerinnen, Schwestern, 7 und 8 Jahre alt, die Sensationelles herausgefunden haben, und zwar, wie können wir unseren Salat schützen? Es gibt eine starke Salatfeindlichkeit unter deutschen Schnecken. Und das ist aber das Tolle. Ja, hallo, Mr. Colin Powell. Das können Sie mal als Beispiel nehmen. Der Salat wird geschützt, aber auch den Schnecken passiert nichts. Das haben diese beiden jungen Schülerinnen herausgefunden. Ein unglaubliches Forschungsergebnis. Wir werden das nachher hier live vorführen. Und in der großen Politik Dr. Udo Brömme. Unglaublich. Er war auf Wahlkampf in Sachsen-Anhalt und Sie werden es nachher sehen in seinem Beitrag. Er hat persönlich gesprochen, den Kanzler Angela Merkel und den Generalsekretär der CDU, Laurenz Mayer. Und ich muss sagen, Sachsen-Anhalt ist nicht mehr das Land, das es vorher war, vor dem Besuch von Dr. Udo Brömme. Dort blüht es, dort boomt es, dort schreibt man Rendite mittlerweile mit Diamanten auf dem I. Eine sensationelle Entwicklung, ja, eine sensationelle Entwicklung durch den Besuch von Dr. Udo Brömme. Und haben Sie gestern Abend dieses Spiel gesehen? Deutschland gegen Argentinien? 11 Millionen Zuschauer. Natürlich, es war wahnsinnig fantastisch. Aber es war, im Grunde war es auch ein schlechtes Spiel, oder? Das Spiel war so schlecht, dass Gottlieb Daimler Stadion wird jetzt umbenannt in Chrysler Stadion. Auch DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder ist enttäuscht. Die Nationalmannschaft hat jetzt noch eine Chance von ihm selbst Anzeige. Und man muss Rudi Völler in Schutz nehmen. Ja? Er konnte nicht mit seiner Wunschelf spielen. Sie haben es gelesen und er hat es gesagt. Die Wunschelf war nicht möglich, denn die eine Hälfte der Wunschelf ist verletzt und die andere Hälfte der Wunschelf hat keinen deutschen Pass. Helmut Schallert and Rudy's Favorites. Meine Gäste heute Abend sind 7 und 8 Jahre alt. Schülerinnen, Schwestern und sie sind Preisträgerinnen im Wettbewerb Schüler experimentieren. Schüler experimentieren ist die Vorstufe zur Jugend forscht. Ganz genau. Wenn man 15 ist, dann scheidet man aus bei Schüler experimentiert und geht hinüber in Jugend forscht, wenn man gut genug ist. Und ich sage es nochmal, wir Kleingärtner, oder die wir abends nochmal ein bisschen das Unkraut rausreißen, vorne zwischen den Platten auf der Hofzufahrt. Jetzt kommt auch wieder Zeit mit Schnecken. Unsere schönen Salatbeete und so weiter. Auch bei mir sind 14 Salatbeete im letzten Jahr durch Schnecken ruiniert. Ich pflanze ja Salat selber an, ich backe Brot, denn ich ernähre mich biologisch, meine Damen und Herren. Heute haben bei uns aus Berlin die beiden Schwestern Juliette und Muriel Gogol. Von Juliette und Muriel Gogol. Und wir kommen zu unserem Klassenbuch. Wer ist krank? Immer noch Isabel. Isabel, gute Besserung. Auf dem Weg zur Besserung, zur Mega-Besserung, zur völligen Genesung. Nächste Woche wieder hier. Thema war heute Dr. Brömme. Und das ist wirklich ein Bericht, meine Damen und Herren, der auch vielen, die Politik verdrossen sind in diesem Land, Hoffnung machen wird. Weil sie sagen, jawohl, wenn es junge, engagierte Politiker wie Dr. Brömme in unserem Land gibt, der ja hier als Anfänger in der Politik angefangen hat und der mittlerweile mit den Großen in diesem Land auf Du und Du ist. Der Kanzler fragt ihn um Rat. Laurenz Mayer umarmt ihn. Sie werden das nachher sehen. Ja? Dr. Udo Brömme in Sachsen-Anhalt und rettet die Schnecken und schützt den Salat. Schneckenrettung. Was heißt eigentlich Schnecke auf Englisch, Helmut? Weißt du das? Snail. Snail? Snail. Snail. S-N-A-I-L. Toll. Aber er weiß alles. Nicht Snail. Snail. Snake ist Schlange. Ich habe früher immer gedacht, das hieß Snake. Ja, aber Snake ist Schlange. Snake, aber klar, der ist natürlich Snail. Schlange. Schnecken. Aber wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen, aber man kann nicht alles aber sagen. Aber es heißt Snake. Ja. Snake, Snail, Snake.
So, sonst irgendwas, besondere Vorkommnisse heute? Keine. Nee. Nein, wirklich nicht? Ja. Du trinkst heute Abend kein Bier? Doch, das ist, ich wusste gar nicht, das ist Adler Eisbier aus Mannheim von der Firma Eichbaum. Also das ist wohl wegen des bald nicht mehr deutsche Meister seienden Clubs Adler Mannheim. Richtig, so erledigt von unseren Kölner Haien. Ganz genau. Jawohl. Davon müssen wir jede Menge saufen im Morgen aus Frust. Morgen ist das entscheidende Spiel? Ja, ja, also ja, wahrscheinlich, ja. Ja, Juliette und Muriel Gogol. Unglaublich, zwei Schülerinnen, 7, 8 Jahre. Ich weiß auch, was sie werden will. Vom Beruf, beiden. Ach, ja, die eine möchte Pilotin werden. Mhm. Und die andere möchte werden, schwankt noch, zwischen Schauspielerin, Landwirtschaft und Reisebüro. Sehr gut. Aber ich sag dir nicht, wer. Okay. Ob es Juliette oder Muriel ist. So, Klassenbuch haben wir eingetragen, die Wahlumfrage kommt später. Und das Fantastische ist ja, meine Damen und Herren, in diesen Tagen, wir stellen Ihnen ja immer wieder in lockerer Reihenfolge die Fahrzeuge unserer Mitarbeiter vor. Wenn Sie sich erinnern, wir haben hier das neue, gefragte 7er Modell von BMW. Ein Traum von Auto, mir gefällt er auch immer besser. Ich habe ihn jetzt 4000 Mal gesehen und ich muss sagen, mittlerweile muss ich sagen, überlege, ob ich nicht auch einkaufe. Echt? Ja, oder nur das Heck. Zum Draufschrauben. Bitte? Zum Draufschrauben. Ja. Oder der Wagen, mit dem neulich erzählt hier war, ein kleiner Rolli, schauen Sie hier, von einem Freund geliehen, in einer Farbe, wo man sagt, legt noch eine Kassette von Stevie Wonder ein. Und das sind nur zwei Wagen aus dem durchaus luxuriösen Fahrzeugpark unseres Teams. Aber auch Herr Andrak hat ein neues Fahrrad. Ah! Bemerkung, Schmidt baut Mist. Mega Pointe versemmelt. Selbsteintrag. Also, die ursprüngliche umwerfende Pointe sollte heißen, auch Herr Andrak hat ein neues Fahrzeug. Spannung. Aber was ist das? Ein Fahrrad. Aber natürlich habe ich schon wieder alles vermasselt. Herr Andrak hat ein neues Fahrrad. Und es ist draußen. Ist das dein neues Fahrrad? Nein. Nein. Das können wir mal übrigens zeigen. Das sind vom TÜV nach Fahrradständer DIN-Norm 028-16 nach nur 16-wöchiger Bestell- und Planungszeit im letzten Jahr angebrachte spezielle Fahrradhalter. Ja, ganz toll. Genau. Die sind sehr, sehr praktisch. Die sind praktisch, weil ein nicht geringer Teil unseres Teams kommt mit Fahrrädern. Und das, meine Damen und Herren, ist das neue Fahrrad von Herrn Andrak. Hightech pur. Design in Vollendung. Denn, Herr Andrak, dieses Fahrrad ist, sage ich das falsch, maßgeschneidert? Das ist aus Einzelteilen zusammengebaut, nach meinen Wünschen. Und ich musste auch mehrmals Probe sitzen, damit es überall passt, ja. Herr Andrak geht zur Anprobe ins Fahrradgeschäft. Das heißt, was ist das für ein Laden? Ist das ein Fahrradspezialgeschäft? Ja, das ist eigentlich eine reine Fahrradreparaturwerkstatt, die aber eben auf Wunsch auch Fahrräder zusammenbauen. Und sind das alles Teile von einem Hersteller oder von verschiedenen? Also der führende Sattelhersteller. Genau. Europas Gigant im Lenkradbereich. Genau. Der weltweit Marktführer im, wie heißt das hinten, Gepäckträger. Ja, ja, ganz genau. Alles das wird zusammen. Aber es sieht aus wie aus einem Guss. Ja, das ist auch, passt auch gut, aber es ist eben speziell für mich. Also du wirst bei allem gefragt, willst du jetzt so eine Pedale oder so eine Pedale oder lieber so eine Klingel oder so eine Klingel. Ja. Und ja, dann... Schau dir diese Pedale an. Nein, was ist das für ein Material? Ist das Leichtmetall oder Alu? Was ist das? Nee, also von diesen Alurädern ist man weg. Das ist ja irgendwie so leichter Scheiß. Also das muss schon stabil sein. Ja. Ich wollte ja so ein stabiles Rad, nicht so ein... Also ich fahre ja nicht die Berge hoch oder runter. Ja, also kein Mountainbike. Nein. Denn wir haben gewisse Vorteile gegen Mountainbike-Fahrer. Oder? Ja, also ich schon. Ja. Ich auch. Ja. Wir sagen es offen. Mountainbike ist nicht so unser Ding. So, die Sensation, meine Damen und Herren, ich weiß, dass viele Radfreaks jetzt zu Hause sagen, wo ist der Dynamo? Dieses Rad hat keinen Dynamo mehr. Ja. Wie macht es Licht?
Na, es hat natürlich schon ein Dynamo, aber das ist in die Narbe, in die Vordernarbe eingebaut. Man merkt es nicht mehr. Also ich fahre auch tagsüber bei Licht mit Dynamo. Auf Sensor sozusagen. Ja, aber das produziert ständig beim Rollen Strom. Ja. Aber es wird erst gebraucht, wenn es dunkel wird. Verstehst du? Du musst nichts mehr ein- oder ausschalten. Nein. Ist automatisch, wie bei meinem Auto. Wenn ich ins Tunnel reinfahre, geht das Licht an. Ach, ist bei deinem Auto auch ja, so? Ja, kann ich. Ich kann Automatik einstellen und habe es auch, weil ich nicht mehr weiß, wie man es ausschaltet. Und das heißt auch wenn dunkle Gestalten, zum Beispiel wenn die Effenbergs bei mir über die Straße gehen, Licht. Mein Auto macht Licht an. Ja. Ja, eine weitere Sensation ist das rektumfreundliche Darmgestänge, Sattelgestätte. Hier, was ist das? Ist eine spezielle Mega-Sattelfederung? Ja, also beim Probesitzen habe ich gemerkt, dass ich eigentlich mit dem Hintern noch weiter hinten sitzen muss. Aber da war bei dem gewöhnlichen... Entschuldigung, eine Sekunde. Ist da ein Loch im Sattel? Ja. Das ist bessere Durchlüftung, ich weiß es nicht. Donnerwetter. Gib mir nachher mal die Adresse von dir. Ich brauche ja nicht gleich das ganze Rad. Ja, Moment mal, also das heißt, dieses Teil da unten, das sieht ja aus wie eine künstliche Hüfte. Ja. Ja. Das sind mehrere Gelenke, die so ein bisschen, wenn ich mich jetzt da drauf setze, das ja. ist auch speziell für mein Gewicht. Ja. Also jemand, der nicht so schwer ist wie ich, da bleibt das so stehen, aber wenn ich mich da drauf setze, dann klappt das noch ein bisschen nach hinten. Ist das nicht wahnsinnig reparaturanfällig, dieses ganze Rad? Nö, ich hab's ja erst seit 4 Tagen, weiß ich noch nicht. Und fährt das besser als ein normales Rad? Boah, das geht ab. Wirklich? Ja. Aber man hat kaum noch was zu tun. Wie viele Gänge? 7. Kettenschaltung? Nein, um Gottes Willen. Kettenschaltung ist ja nur was, da bist du ja ständig am Schrubben. Nee, natürlich. Ich bin ja sehr faul. Und das ist Nabenschaltung, 7-Gang-Nabenschaltung, das ist das Allerfeinste. Wahnsinn. Automatik? Bitte? Ich meine, schalte das Rad auch von alleine. Schalten musst du schon noch selber. Nein, das gibt's nicht. Also beim Rad gibt's nicht Automatikschalten. Das gibt es nicht. Nein. Ich muss sagen, es sieht toll aus und es scheint technisch ausgereift zu sein, aber es hat trotzdem noch ein Statement. Man sieht es dem Rad ja alles nicht an, dieser integrierte Dynamo. Genau. Das hat auch keine Markenbezeichnung mehr, oder wo? Naja, die einzelnen Einzelteile haben natürlich Marken, aber es ist jetzt kein Rad von XY. Da fragen sich jetzt natürlich alle, was kostet so ein Rad? Was kostet so ein Rad? Was meinst du? Ich würde sagen, ich habe es ja immer gesagt, für uns ist immer noch, tschö, wir haben uns Gäste gehen, das kenne ich von früher noch. Ja, ja. Ja, wirklich, es war bei mir, also als ich früher noch Kabarett gemacht habe, nach der Pause war die Hälfte weg. An guten Abenden. Ich schätze, also ich denke immer noch in D-Mark, ja? Ja, okay. Ich sage, so ein Rad kostet 2.000 bis 2.500 Mark. Zwei bis... Ja, ich habe es natürlich in Euro bezahlt. Was kostet dieses Nabenschaltung, integrierte Dynamo, 7-Gang, Schlitz im Sattel, Mehrfachfederung, Rad? Sehr, sehr gut getippt, 1.200 Euro. 1.200 Euro, 2.400 Mark. Und jetzt werden, ich weiß, dass jetzt viele zu Hause sagen, boah, den müssen Sie haben. Kauft er sich ein Rad und 2.500 Mark, hör mal. Was haben Sie denn für einen alten Opel bezahlt? Jetzt wird Schizo in manchen deutschen Haushalten ausbrechen. Hücke, Hacker, wenn du mit einem Auto reinkommst, einem klapprigen alten Käfer oder was, hast 2.500 Mark bezahlt, super, riesen Schnäppchen. Wenn du ein Rad um 2.400 kaufst, dann ist das Wahnsinn. 2.400 Mark für ein Rad. Da kriege ich ein Auto dafür. Aber der Unterschied ist eben, ein Rad für 2.400 Mark sieht so aus und ein Auto auch. Wenn Sie ein Auto für 2.400 Mark fahren, fahren Sie bloß aus, dass Effe Sie nicht sieht.
Effe hat gesagt, es sind nicht mehr so viele bereit, den ganzen Tag zu buckeln. Warum kommt er nicht mal zu uns ins Team? Er kann doch mitmachen. Ja, klar. Oder? Jetzt ist er eh bald out. Ich glaube, ihn nimmt keiner mehr, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht noch Real oder so. Ja. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Die Vorstufe zu Jugendforsch, nämlich Fatih Brent. Nein, die Vorstufe, wie heißt die Vorstufe zu Jugendforsch? Schüler experimentieren. Schüler experimentieren, die Preisträgerinnen aus Berlin. Das ist unsere neue Reihe. Wirklich eine tolle Sache, meine Damen und Herren. Und hier sind aus Berlin die Preisträgerinnen zum Thema Rettet unsere Schnecken, aber rettet auch unseren schönen deutschen anständigen Salat. Hier sind Juliette und Mirielle Gogol. Hallo Mirielle. Mirielle hier, Juliette da. Ja. So viel Applaus kriegen aber hier nicht viele, hört mal. Wir haben auch so oft so Schauspieler und so da vom, aus Fernsehserien, ne? Aber die kriegen kaum Applaus. Nicht so viel. Guckt ihr eigentlich auch Fernsehen? Ja. Ja. Wie alt bist du? 7. 7. Und du? 8. Das heißt, ihr seid auch eine Klasse nur auseinander, ja? Ja. In der wievielten bist du? 3. Danke, Sven. Was guckt ihr im Fernsehen? Super RTL. Super RTL? Wirklich? Was? Super RTL? Läuft da was für Kinder? Ja. Was kommen da für Kinder? Zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme. Und auch so Tierfilme oder so? Manchmal. Ja? Ja. Heidi? Nee, das läuft da nicht, ne? Nee. Kinderkanal guckt ihr auch? Ja. Ja. Was seht ihr da am liebsten im Kinderkanal? Das wissen wir nicht manchmal. Guckt ihr alleine oder guckt ihr mit eurer Mama? Alleine. Ja, hört mal, das finde ich ja ganz toll. Beide Eltern von euch sind Ärzte, ne? Ja. Ja. Was sind die so für Ärzte? Augenärzte, oder? Nein. Nee, für alles so. Für alles? So allgemeine Ärzte? Ja. Schreiben die einmal schnell dann so eine Entschuldigung, wenn man keine Lust hat, in die Schule zu gehen, so... Nein. Juliette hat ganz toll Bauchweh oder so? Nein. Das machen die nicht, ne? Nein. Aber wenn ihr mal krank seid, dann geht ihr zu denen oder geht ihr zum anderen Arzt? Nicht mal zum anderen. Ja? Wenn wir uns was gebrochen haben. Aber hattet ihr schon mal was gebrochen? Meine Schwester. Nee, echt? Was denn? Arm. Auf der Schnecke ausgerutscht, oder wie? Nee. Wie ist das passiert? Von der Rutsche gefallen. Von der Rutsche? Ja. Auf dem Kinderspielplatz? Nee, im Kindergarten. Echt? War da jemand dabei von den Betreuerinnen oder Betreuern? Ja. Ja. Die haben zugeguckt, wie du runtergefallen bist. Nein. Nee. Das tut aber ganz schön weh. Ich hatte auch schon mal einen Arm gebrochen. Muss es dann so in der Schlinge tragen oder musste der so hoch eingegipst werden? Eingegipst. Ja? Ja. Wo war der gebrochen? Hier oder weiter oben? Hier. Am Gelenk? Ja. Ist aber alles wieder gut geworden, oder? Ja. Da darf ich den Leuten verraten, was du mal vom Beruf werden willst? Ja. Oder vielleicht sagst du ihnen selber? Ich will Pilotin werden. Bei großem Flugzeug, ja? Ja. Und du? Ich wanke noch zwischen Landwirtschaft, Reisebüro und... Schauspielerin. Toll, ist echt toll. Aber vielleicht kannst du ja auch alles drei werden. Wir hatten schon welche da, die kamen aus der Landwirtschaft, waren dann Schauspielerin und arbeiten jetzt wieder im Reisebüro. Ich finde das ganz toll, dass ihr da diesen Preis gewonnen habt. War das der erste Preis, den ihr gewonnen habt bei Schüler experimentieren? Nein. Der wievielte? Das weiß ich nicht. Ach so, haben da auch noch andere Preise gekriegt? Ja. 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 Gab es eine Urkunde? Ja. Ja. Und auch Geld? Ja. Wie viel? Weiß ich nicht mehr. Weißt du's? Kann es sein, 50 Euro? Nee. Beim anderen. Bei nochmal einem anderen Wettbewerb? Ja. Ja, was habt ihr schon so viel Geld gewonnen? Ja. Was macht ihr denn mit dem ganzen Geld? Sparen. Sparen. Gebt ihr das in Sparschwein oder aufs Sparbuch oder wie spart ihr das?
Sparschwein. Ja? Erstmal. Und was wollt ihr da damit machen, mal, wenn ihr so mehr habt, noch ein bisschen? Ein Haus kaufen. Ja? Für euch oder noch mit den Eltern? Für uns. Ohne Eltern? Ja. Aber die Eltern zählt im Garten hinten, oder? Ja. Nein. Oder? Hör mal, ihr habt ja noch. Sind das schon die neuen Zähne bei euch? Oder? Sind, ja. Ja? Ja, das frage ich auch ältere Gäste oft. Ja. In eurem Alter hat man noch so Wackelzähne, oder? Ja. So, jetzt erklären wir den Zuschauern mal, was ihr euch ausgedacht habt. Ja? Ja. Vielleicht könnt ihr das mal kurz so erklären, was eure Idee war. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben geguckt, was die Schnecken davon abhält, um alles anzuknabbern. Toll. Die fressen, aber die haben alles weggefressen, ja? Ja. Was, habt ihr einen großen Garten? Ja. Und da war alles, Salat, Radieschen, alles. Haben die alles gefressen? Nicht alles. Nicht alles. Was haben sie gefressen? Salat, Kohlrabi-Blätter. Also die Sachen, die man als Kind wahnsinnig gerne mag, ne? Ja. Brokkoli. Njam, 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 njam. Esst ihr auch Schokolade? Ja. Ja, esst ihr lieber Schokolade oder Brokkoli? Eure Mutter hört hinten mit. Schokolade. Ja, aber ihr könnt ja Schokolade in Brokkoli einwickeln. Das schmeckt toll. Jetzt geht doch mal bitte hier. Hier haben wir was aufgebaut für euch. Das sieht, glaube ich, ziemlich ähnlich aus wie in eurem Garten, oder? Ja. Ja? Ich setze mich mal so hin wie der Lehrer. Wie heißt euer Lehrer? Meine Lehrerin heißt Frau Baumann. Frau Baumann. Und dann hast du auch eine Lehrerin oder einen Lehrer? Ich habe einen Lehrer. Wie heißt der? Herrn Jährig. Wie? Herrn Jährig. Herrn Jährig. Sind die nett beide? Ja. Ja, mal kurz überlegen, aber dann schon. So, ich nehme hier diesen Lehrer-Zeigestab und ihr, vielleicht könnt ihr mal zeigen. Also, das ist ein ganz normales Garten. Das ist der Salat. Ja. Was sehen wir noch hier? Was ist das? Das ist Schnittlauch. Sehr gut. Und das da? Mann. Toll. Und das? Und das hier? Erde. Toll, schon mal eine Eins. So, jetzt, also, ihr seid rausgekommen im Garten, wolltet den Salat holen, dann war der alle von den Schnecken angefressen. Ja. Ja? Was habt ihr jetzt als Erstes gemacht? Zuerst haben wir geguckt, was die Schnecken gerne fressen. Ja. Und was nicht. Okay, wir haben Schnecken für euch da. Und zwar, das sind, glaube ich, nicht so Schnecken, wie ihr sie im Garten habt, weil die gibt es zurzeit nicht, ne? Nee. Das sind afrikanische Schnecken. So. Wollt ihr die mal raussetzen? Mögt ihr eigentlich Schnecken? Ja. Ja? Mit Haus oder ohne Haus? Mit Haus. Nur die mit Haus? Ja. So, das sind also diese Schnecken, die sind im Garten und fressen alles an. Eine vielleicht noch? Es gibt noch eine kleinere. So. Also es gibt auch kleinere. Es gibt noch kleinere, ja? Ja. So, und jetzt zeigt mal, was die erste Idee war, die ihr hattet, damit die Schnecken nicht alles anfressen können. Zuerst haben wir geguckt, ob mit dem ringförmigen Seil mit der rauen Oberfläche es hilft. Aber es hat nicht geholfen. Wie, ihr habt ein ringförmiges Seil hier rumgelegt? Ja. Mit einer rauen Oberfläche? Ja. Und da sind die drüber gekrabbelt? Ja. Also ringförmiges Seil, nicht gut. Stacheldraht auch probiert? Okay. So, also ringförmiges Seil, nicht gut. Was dann? Strohringförmig um den Salat. Nochmal was? Strohringförmig um den Salat. Stroh? Ja. Auch nicht gut? Nein. Da fällt ja nicht mehr viel dann ein, oder? Doch. Ja. Nämlich? Eine Barriere aus Zwiebeln um den Salat gelegt. Ja, das funktioniert? Ja. Nein! Auch nicht? Nein. Das heißt, man braucht ja ungefähr 40.000 Zwiebeln, wenn man 200 Salatköpfe oder so schützen will. Ja? Also Stroh nicht, Seil nicht, Zwiebel nicht. Was dann? Dann haben wir einen Fruchtwechsel gemacht, immer aus Zwiebeln und Salat. Hat auch nicht geholfen. Was habt ihr da? Ein Frucht? Wechsel. Zwiebeln und Salat. Ein Fruchtwechsel aus Zwiebeln und Salat? Ja. Was ist ein Fruchtwechsel? Immer abwechselnde Pflanzen. Ach wie, eine Zwiebel gepflanzt, ein Salat, eine Zwiebel und Salat? Ja. Dann haben die Schnecken gesagt Danke und haben nur den Salat gefressen. Ja. Ja, da war ja schon ein halbes Jahr rum, oder? Was kam denn dann als Nächstes? Ein Wassergraben. Aha! Und das hat funktioniert? Ja.
Ach, guck mal, das heißt, das ist doch so ein Spielzeug, oder? Wie heißt das? Ja, Aquaplay. Aquaplay. Den habt ihr da drum, ja. Und jetzt Wasser rein. Das, liebe Kinder, wenn das Wetter jetzt so schlecht ist, könnt ihr erstmal im Wohnzimmer probieren, ja? Einfach ein bisschen Erde, ein paar Schnecken ins Wohnzimmer holen, aber macht's auf den Teppich. Wasser rein, toll. Und das hat funktioniert, oder? Ja. Da kommen die Schnecken nicht mehr ran. Eine einfache Methode, einfach um jeden Salatkopf im Garten einen Aquaplay Plastikring, Wasser rein und der Salat ist gesichert und den Schnecken passiert nichts. So, war das die Antwort? Doch, kann doch passieren, wenn sie da reinfallen. Habt ihr das mal erlebt, dass so eine arme ja. Schnecke... Nein. Haben die Schnecken eigentlich Namen? Nein. Bei euch im Garten? Wir haben sie nur markiert gehabt. Markiert? Ja. Wie denn? Mit Nummern. Ich habe Nummern auf die Schnecken geschrieben? Ja. Auf den Schnecken mit Haus oder ohne Haus? Mit Haus. Mit Haus. Womit habt ihr die draufgeschrieben? Mit dem Edding. Mit dem Edding. Das darf man. Auf Schneckenhäuser mit Edding schreiben darf man. Aber man muss es natürlich dann auch wieder wegschrubben. Oder? Das geht von alleine weg. Ja. Die hier ist eine ganz, wir können das hier, können wir die mal groß sehen? Die ist irgendwie, scheint mir sehr vorwitzig. Sie hat den Fühler ausgefahren. Hier. So, mal gucken. Das ist Rudolf. Hallo, Tina. So, jetzt habt ihr noch eine Methode gehabt, ja? Okay, zeig die auch mal. Komm, bring's mal hierher, stell's mal hier hin und so, dann kann man's gut sehen. So, was ist das? Tomatenblätter. Hey, gleichzeitig, schafft ihr das nochmal? Was ist das? Tomatenblätter. Das ist aber auch toll, da könnt ihr ein bisschen Geld dazu verdienen, oder? Ihr geht einfach in Berlin, da wo die Politiker sind, in Restaurants, an den Tisch und sagt Hallo. Und dann sagt ihr gleichzeitig Tomatenblätter, da geben die euch 10 Euro. Ne? Ihr könnt doch auch Instrumente spielen, oder? Ja. Was spielst du? Also ich spiele jetzt wieder Flöte. Und du? Orgel. Ja? Schon gut? Ja. Kannst du schon ein Lied spielen auf der Orgel? Ja. Was denn? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Das ist auch, gibt ja auch so viele. Ja. Ne? So, jetzt, das sind Tomatenblätter. Ja. Von Tomaten weggerissen. Ja? Ja. Sind das Blätter, die Tomate nicht mehr braucht? Waren die überflüssig? Ja. Wie merkt man das? Ab. Also das ist Abfall. Das ist Abfall? Ja. Den man normalerweise in so eine Biotonne gibt, oder? Ja. Macht ihr das schön? Nein. Nee. Wir verwenden es für die Schneckenabfall. Ach, das ist ja eigentlich noch besser. Da braucht man gar nicht so eine Biotonne. Also das ist Tomatenblätterabfall. So, und jetzt zeigt uns mal, wie ihr den rumgelegt habt. Wie viele Salatköpfe habt ihr denn im Garten? Wisst ihr das? Nee. So mal ungefähr 50? Nein. Mehr oder weniger? Weniger. 10? 12? Nein, weniger. Aber ich meine, da seid ihr trotzdem eine ganz schöne Weile beschäftigt, oder? Ja. Bis ihr da überall die Blätter rumgelegt habt. Ja. Und dann habt ihr festgestellt, dass Schnecken keine Tomatenabfallblätter mögen. Ja. Warum mögen die nicht? Wegen dem starken Aroma. Aber wie habt ihr das rausgekriegt, dass es daran liegt? Das haben wir im Buch gelesen. Aha. Aber das essen die auch nicht. Das essen die auch nicht. Habt ihr das vorher oder nachher im Buch gelesen? Vorher. Vorher. Ach so, ihr habt das im Buch gelesen und dann ist euch die Idee gekommen, oder wie? Nein, wir haben erst alles ausprobiert, was die Schnecken fressen und was nicht. Und ja? Das haben sie nicht gefressen. Ach toll. Und jetzt sehen wir mal Rudolf hier ran. So, mal gucken, ob er hier rangeht. Spannend. Denn sollte er das essen, dann stimmt ja euer Experiment nicht. Na, wir haben es ja nur mit kleinen Schnecken ausprobiert. Aber ich glaube, es funktioniert auch. Schau, er fährt die Fühler aus. Für Sie zu Hause haben wir ein bisschen Spannungsmusik. Wahnsinn. Wird Rudolf das Tomatenblatt fressen? Nein! Ich hab's genau gesehen. Toll. Das heißt, das stimmt alles, was ihr rausgefunden habt. Ganz toll. Habt ihr ganz toll gemacht. Tschüss, schönen Gruß noch an euren Bruder. Ja?
Juliette und Mirielle Gogol aus Berlin. Nochmal für Sie zu Hause, liebe Gärtner. Tomatenblätter drumherum liegen oder einen Aqua Play Sicherheitsring. Die Schnecken bleiben geschützt und Ihr Salat bleibt geschützt. So schön ist es für Mutter Natur. Habt ihr ganz toll gemacht. Alles Gute zurück in Berlin und viel Spaß in der Schule. Politik in Deutschland kann wieder Spaß machen, wenn sie so erfolgreich und menschennah vorgetragen wird, wie von unserem Abgeordneten Dr. Udo Brömme, der diesmal mit den Großen unseres Landes auf Du und Du war, unterwegs in Magdeburg. Hier ist sein Bericht. Sachsen-Anhalt. Wieder einmal sorgt das Bindestrichland zwischen Elbe und Unstrut bundesweit für atemlose Spannung. Hier, wo Otto von Guericke einst die Luftpumpe erfand, liegen derzeit die Nerven blank. Nicht nur, weil gerade die besten Söhne und Töchter des Landes um die Gunst der Wähler kämpfen. Die Sachsen-Anhalt-Wahl gilt zudem als Startschuss für einen mörderischen Bundestagswahlkampf, der mit voller Wucht entbrannt ist. Jetzt gilt es, die Bürger für politische Visionen zu faszinieren. Dr. Udo Brömme ist dies wieder einmal vorbildlich gelungen, mit seinem neuen Plakat: Gut, ehrlich, sauber. Ja, hier redet mal einer nicht um den heißen Brei herum, sondern bringt die Dinge auf den Punkt. Doch bevor sich Brömme ins Schlachtengetümmel stürzt, gibt es noch eine Feinabstimmung mit dem Top-Wahlkampfmanager seiner Partei. Ein Gedankenaustausch auf gleicher Augenhöhe. Herr Generalsekretär, ich grüße Sie. Nein, jetzt ist ja gut. Nun lass gut sein. Hier, ich bin fit für den Wahlkampf, ich habe mein eigenes Plakat. Und, nicht gut, schlecht, ehrlich, ne? Gut, ehrlich, sauber. Ja. Gut, ehrlich, sauber. Ja. Super Nummer. Ja? Ja, super Nummer. Und vor allem aber schön dran halten. Ja, schön dran halten. Sauber bleiben ist das Wichtigste. Schön dran halten. Ist das Wichtigste. Also ich kenne schon Leute, die haben also schon darüber geredet die ganze Zeit und dann haben sich doch nicht dran gehalten. Und ich stürze mich jetzt in den Wahlkampf, was? Also, es geht los! Solche Leute braucht die Partei. Das weiß in der CDU inzwischen jeder. Doch nun gilt es, auch die sachsen-anhaltinischen Massen hinter sich zu scharen. Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt, hier spricht Dr. Udo Brömme. Ich bin im Lande und mache Wahlkampf. Bitte finden Sie sich um 15 Uhr am zentralen Dorfplatz ein. Dies ist ein Befehl. Es ist schon ein erhebendes Gefühl zu sehen, mit welcher Begeisterung die Eingeborenen den sympathischen Westimport sogleich in ihr Herz schließen. Denn hier ist einer, der ihre Sprache spricht. Das wissen auch die verzückten Teens und Twents des Landstrichs. Neue Freunde finden, das Steckenpferd von Dr. Udo Brömme. Oder auch alten Freunden zwischen den strapazierenden Wahlkampfeinsätzen einfach mal Hallo zu sagen. Es tut mir leid, ich habe meine Mitgliedsbeiträge vergessen zu bezahlen. Also fürs Jahr 2002. Würden Sie das vielleicht? Sie wissen doch, dass man heute moderne Techniken benutzt, stimmt's? Und wieso ist doch modernes Geld? Ich hab's vergessen, ich hab's verwertet. Ja. In Geltingen tipptopp, der neue Stil der CDU. Nach einem aufreibenden Arbeitstag sei es Dr. Udo Brömme vergönnt, ein wenig Feierabendentspannung zu finden. Sein Referent Dr. Martini hat für seinen Dienstherrn in der sachsen-anhaltinischen Abgeschiedenheit genau das Richtige gefunden. Hallo. 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 Hallöchen. Martini, hallo. 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 Wir haben telefoniert. Ja. Mann, wunderbar. Das ist der Udo. Hallo. Hallo. Ja. Als lebende Person der Zeitgeschichte und als Top-Politiker mit der Sicherheitsstufe 1 kann es sich Brömme hier nicht erlauben, seine Identität preiszugeben. Aber ein geringfügiges Anpassen an die örtlichen Erfordernisse ist ihm trotzdem ein leichtes. Also normalerweise ist es bei uns nämlich so, dass wenigstens Hose und Schuhe ausgezogen werden müssen. Ja. Aufgrund des Nassbereichs, logischerweise. Ach so. Hygienische Gründe. Ja, das kann ich gerne machen. Ja, das wäre ganz lieb. Okay. Dass du dir einen Schrank jetzt aussuchst, da wo die Schlüssel dranhängen, die Schränke sind noch unbelegt. Ja. Den Schlüssel gibst du mir an der Bar ab. Okay. Ja, und alles dann trinkst du erstmal in Ruhe was und dann zeige ich dir alle Räumlichkeiten. Das ist ja ein bisschen ungewohnt. Also, das glaube ich dir. Ja, da muss man erstmal gucken. Ja, okay, dann mache ich mich erstmal parat und dann schauen wir mal. Ja? Okay, bis gleich. Ne? Bis gleich. Brömme zeigt sich sogleich begeistert über den modernen westlichen Standard, der auch hier mittlerweile Einzug gehalten hat. 12 Jahre deutsche Einheit haben segensreiche Spuren hinterlassen, ohne dass die Humanität auf der Strecke bleiben muss. Sich näher kommen ist ja auch ganz wichtig, wenn man dann miteinander spricht. Ne? Genau. Und dass man Mensch bleibt. Vor allen Dingen das, genau. Ja, sehr schön. Dann. Und vor allem schön Fußball. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja? Ja. So. Ach, hier ist ja auch ein. Jetzt gehen wir nach oben. Aha. Das ist ja ganz schön verwinkelt hier. Ja. Dr. Udo Brömme ist ein frisches Gesicht der modernen Politikerorganisation. Engagiert, interessiert und zielstrebig auf dem Weg nach oben. Aber auch jemand, der die Spielregeln einzuhalten versteht.
Die stecken geschwurfen zu dort oben. Ja. Die Abfälle einfach in diesen kleinen Eimer da unten reinschmeißen. Mhm. Und das schmutzige Geschirr einfach dort ins Regal, damit eben die Tische auch alles ein bisschen ordentlich aussieht, ne? Ja, gut. Weil sonst sehen ja die Tische voll und wir wissen gar nicht mehr, dann sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa, ne? Richtig. Das ist ja, also, nee, da muss schon ein bisschen Ordnung sein, ja. Wir wissen, Dr. Udo Brömmer ist immer im Wahlkampf und so ist ein offenes Ohr für die Belange der Bürger für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und ist das der einzige Club hier in Staatsfurt oder gibt es noch mehrere? Also in Staatsfurt selber gibt es keinen mehr. Ja. Und ich sag mal, auch hier in der Gegend sieht es nicht sehr positiv aus. Mhm. Also es gab mal einen in Bernburg, der hätte schließen müssen. In Magdeburg gab es einen, der hat ebenfalls schließen müssen. Ja. So, den Gentin, der ist angeblich pleite gegangen. Mhm. Ja, und ich meine, hier in der Gegend ist so groß nichts weiter. Also sind wir auch der einzige Anlaufpunkt. Ja. Und das macht ist natürlich auch die Folgen der Rezession, die man ja auch da irgendwie spürt. Ne? Also ja, warum sollte dieser Bereich da irgendwie ausgeschlossen sein? Ne? Das ist natürlich, also ich muss sagen, ich kenne mich da so ein bisschen aus im politischen Bereich in Nordrhein-Westfalen. Und ich muss sagen, ich finde es dann immer wieder gut, wenn irgendwie persönliches Engagement dann irgendwie immer noch besteht und dass man sagt, okay, wir stehen auch so schlechtere Zeiten durch. Ne? Dass man einfach sagt, wir geben da Power und versuchen durch Qualität zu überzeugen, ne? Und dass es dann halt wirklich dann auch irgendwie weitergeht. Ne? Richtig. Also das ist meine Überzeugung. Ich finde, Leistung hat sich immer noch gelohnt. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Es sind die pfiffigen Ideen erfindungsreicher Mittelständler, die unser modernes Deutschland aus der Krise führen können. Gut, dass Dr. Udo Brömmer auch hier einmal nach dem Rechten gesehen hat. Derart gestärkt kann er sich seiner nächsten großen Aufgabe zuwenden. Das geschäftige Treiben auf dem Campus der Universität Magdeburg. In dieser Ideenschmiede trifft Brömmer auf seinen härtesten Widersacher. Dr. Udo Brömmer, grüße Sie. Herr Kanzler, es geht los, der Kampf beginnt. Warm anziehen. Hallo, grüße Sie. Kommen Sie rein. Das ist eine super Veranstaltung, kommt rein. Hallo, bitte. So, dann wollen wir mal schauen, was? Nach einem fulminanten, vierstündigen Vortrag Brömmers über Irritationen der Zirbeldrüse versucht der Kanzler wieder die Oberhand zu gewinnen. Doch die Showsuppe wird ihm gehörig versalzen. Mensch, das ist ein Nudelstink hier. Wo bleiben denn da die Inhalte? Ich bin sehr enttäuscht. Ja, es wird eng für Gerhard Schröder. Denn hier in Magdeburg weist Brömme die jungen Pioniere des Hightech-Zeitalters auf seiner Seite. Die Zukunft gehört Dr. Udo Brömme. Denn wir alle wissen, er ist gut, er ist ehrlich, er ist sauber. Dr. Udo Brömme, die Alternative für Deutschland. Und jetzt, meine Damen und Herren, können wir gespannt sein. Hat die Wahlkampftour von Dr. Brömme Einfluss auf das Wahlergebnis hier im Studio? Wenn morgen Bundestagswahl wäre, wahlberechtigt heute 247 Zuschauerinnen und Zuschauer, gültige Stimmen 217, Wahlbeteiligung 87,9% und schwächere Wahlbeteiligung als sonst. Wie viel Prozent? 87,9. Stimmt. Auf die CDU-CSU 27,6%. Auf die SPD 25,3%. Grüne 15,7%. FDP 25,8%. Das war der Besuch im Swingerclub. Und PDS 5,5%. 10% mehr als gestern. Gestern hatten sie 5,0. Ja, so muss man das ja sehen. Das sind 10% Steigerung. Ja. Aber keine 10% Punkte, darum geht es ja nicht. Nein, keine 10% Punkte, aber eine Verbesserung des Ergebnisses um 10%. Und das, meine Damen und Herren, ist enorm. Und dafür sagen wir den Wählerinnen und Wählern draußen Danke. Würde Gysi sagen. 10% Steigerung. Das war's für heute. Pierre Littbarski, morgen Abend. Dankeschön, bis morgen. Gute Nacht.